So, hallo, willkommen zurück. Der Waypoint Hotkey funktioniert jetzt. Das heißt, ich setze mal einen genau in die Mitte. Ah ja, die Waypoints sind nicht mehr da. Ah, richtig. Dann werden die Waypoints nicht mit abgespeichert im Safe, sondern die werden extra abgespeichert. Deswegen sind die nach der Neuinstallation weg gewesen. Das muss man natürlich auch wissen. Das ist eigentlich ist das Unsinn, ja. Ja gut, ich denke mal, es kann dann gleich weitergehen. So, auf der Suche nach Schleimen und ja, Kühe kann ich ja noch nicht mitnehmen. Aber nach Hühnchen für Pfeile. Keine Lust jetzt auf euch. Also erstmal nach Osten. Da kann man gleich das Dorf noch markieren. Also stimmt, in der Richtung wollte ich, glaube ich, nicht weiterlaufen, oder? Weil hier die Wand war. Nee, doch, hier war ich schon. Da hatte ich doch den Gummibaum gefunden. Ja, da werde ich wohl ein bisschen weiter laufen müssen. Wenn ich Hühnchen entdeckt hätte, dann hätte ich die bestimmt gleich mitgenommen. Was ist? Das ist ein Baum. Okay. Einfach der Nase nach mal. Ein Obsidian-Totem. Fern. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. So, immer nach Osten, stets nach Osten.
Da irgendwie sollte man, ich weiß nicht, man sollte Pfeile auch anders herstellen können. Ich meine, man braucht da nicht unbedingt immer einen Federkiel für Pfeile, oder? Man könnte ein Balsaholzkiel nehmen oder das Meer. Toll. Oder aus Blättern. Stell, man kann aus Blättern, glaube ich, auch noch Federkiele herstellen. Nur braucht man für Blätter eben ein. Moment, was braucht man für Blätter? Braucht man unbedingt Silk Touch oder geht auch eine Schere? Wenn natürlich eine Schere gehen würde, hätte ich den Umweg jetzt nicht machen müssen. Das kann ich jetzt nicht nachschauen, das sagt mir nur der Tinker's Construct. Ne, das sagt er mir auch nicht. Das sagt mir nur das Wiki. So, ich nehme hier jede Kuh mal mit, die ich treffe. Und jedes Hühnchen. Ja, da sind nur Schafe da. Ich konnte jetzt einfach so schlachten, einfach nur weil sie Schafe sind. Und keine Kühe oder Hühnchen. Also ich mache mal einen Bogen, ich habe keine Lust hier des Nachts rumzulaufen. Ja, genau, ein paar Blümchen kann ich auch mal mitnehmen für das Portal, für den Twilight Forest. Ah, da hinten war. Nee, das ist, glaube ich, Buschland. Oder Busch. Steppe. Auf Deutsch übersetzt, seit wann? Das ist doch keine Vanilla, kein Vanilla-Biom. Tja, aber weder Huhn noch Kuh noch irgendwas anderes. Oh, Treibsand. Ja, das ist eine unüberwindliche Mauer. Alpen. Also muss ich einen Umweg zurücknehmen.
Weil der Weg drüber, der ist vielleicht noch länger. Ist das so ein Riesenmassiv? Ich hasse Rückwege. Rückwege sind langweilig. Am besten immer im Kreis laufen. Da ist kein Durchkommen. Okay, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hätte vielleicht noch rechts gehen können, vielleicht wäre es da kürzer gewesen. So, da geht's drüber. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Ja, ist schon irgendwie ein Betonblock. Aber leider ist halt zurzeit kein anderes Baumaterial verfügbar. Holz brauche ich. Mit was soll ich noch bauen? Also Holz ist für was anderes schon reserviert. Also, ich denke mal, ich baue jetzt einfach mal das Tinker's Construct Zeug auf. Mein Gott, was für ein Ergebnis. So, jetzt probiere ich es ja nochmal mit den Item-Subsets. Einmal klicken. Passiert nichts.
Rechtsklick. Nehme ich sie raus. Nochmal Rechtsklick. Passiert nichts. Linksklick. Geht sie da rein. Ich will das exklusiv drin haben. Dann mache ich was. Doppel links. Doppel links. Doppel links. Bleibt's drin. Doppel rechts. Geht's weg. So, jetzt ist alles draußen. Wie kriege ich alles wieder rein? Mit Doppellinks, okay. Das ist durchschaubar. Tinker's Construct. Exklusiv, nee, das war auswählen, abwählen. Exklusiv ist Doppellinks. So. Jetzt habe ich diese Sachen einmal. Jetzt brauche ich auch noch einmal das Zeug. Part Builder, Blank Pattern. Blank Pattern ist Holz und Stick. Holz und Stick, dann Papier brauchen wir noch. So, nochmal. Toolstation, Crafting Table. Blank Pattern brauchen wir mehrere. Oh, ein Lock. Ausgerechnet, weißt du, so ein Zeug, was du grundsätzlich schon mal nicht behältst, musst extra losgehen wieder, um eins zu holen. Unnötig eigentlich. Zeug, was du sowieso nicht niemals behältst, was du gleich weiterverarbeitest. Da hätte ich 10 Holz, hätte ich da lieber verbraucht als ein Log. Aber wegen dem einen blöden Log muss ich extra losgehen. Außer natürlich, man weiß, dass man Log braucht. Aber wenn man was nur einmal baut, dann merkt man sich das nicht. Ja, das ist halt eine eher kleine Quarry. Sie läuft auch nicht so schnell. Ja, nimmt immer 3 und dann muss kleine Pause machen. Also die letzte Quarry, die ich hatte, das war eine 3x3. Die ist mit 10 Minecraft Juice gelaufen und die läuft eigentlich fast durch. So, Part Builder, Pattern, Chest, eine normale Chest. Da habe ich, glaube ich, keine mehr. So, eine normale Chest. Ein Work Crafting Table. Der Stencil Table, der braucht einfach nur ein Stück Holz. Materials and you. Crafting Table. Toolstation, Chest.
Pattern Chests. Und dann fehlt noch Toolstation Part Builder, habe ich auch. Fehlt noch der Stencil Table. Ne, den habe ich schon. Dann ist es der Part Builder. Jo. So, was kommt jetzt, irgendwas kommt neben die, Chest kommt irgendwo neben einen Tisch, Stencil Table, Tool Station, ich glaube es war das Stencil Table, oder war es der Part Builder, würde ich sagen, ist einfach mal hier hin. Ja, also ich glaube, es könnte sich schon auch lohnen, da ein bisschen genauer hinzusehen. Da steht da wirklich alles drin. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wo ich die Chest hinbauen soll. Paper, Kobalt, Toolstation. Okay. Toolstation, Stencil Table. Da wird das Ding gepresst und ich glaube, hier kommt das Ding hin, oder? Nee, jo. Okay. Ich brauche einen Bogen. Komme ich an dieselbe Seite? Nein. Oh, das ist bestimmt auch nicht einfach zu umzusetzen. So, also das geht folgendermaßen, ich habe auch nur so ein Seil. Achso, und dafür brauche ich String. String müsste ich haben. String. Hier habe ich aber keine Federn für Pfeile. Ich habe Flint für die Spitze. Sticks. Probiere ich gerade noch eins, eine Schere zu machen.
Das geht ja gar nicht. Geht das nicht? Ah, mit Linksklick. Spruce Leaves. Haben wir ein paar mit. Geht ja gar nicht schlecht. Habe ich gar noch nie so in der Art benutzt, die Schere. Ja, das ist das Schöne am Minecraft und am, auch am FeederBeast. Man lernt immer was dazu. Es gibt lange, lange, lange Stunden immer was Neues. Das macht Spaß. So, eine Kiste. So, hier macht man die Stempel einmal Pickaxe, nee, Schaufel, Axtkopf, Swordblade. Da kann man auch hier gucken, wie die Dinger aussehen. Sowas und sowas. Zwei Tool Rods. Auf jeden Fall ein Tool Rod. Ja, das war ich schon. Knife Blade. Das war's. Glaube ich, oder? Chisel Head. Zumindest so ausgesehen. Tough Tool Rod. Weiß ich nicht. Blade, Bowstring, Fletching, Arrowhead, Toolrod. So, ich glaube, da haben wir alles, hat es genau gereicht. So, dann werden dann Materialien reingesteckt und durch den Stempel gejagt. Material Cost 0,5, das heißt, einer reicht für zwei. Hä? Wo ist der Rest bitte? So, dann noch Bowstring. Okay, das geht nicht so. Muss mal schauen. Bowstring, ja toll, wie mache ich die? Da gab es doch noch eine Abteilung, oder? Materials. Wood, Stone, Iron. Slime Crystal Paper Stack.
Tja, also sehr hilfreich ist das Ding wirklich nicht. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken. Die gehen dann immer von sich aus. Ja, das kennt ihr ja alles schon. Und dann vergisst du die Hälfte zu beschreiben, wo man als Anfänger überhaupt nicht durchblickt. Das ist wirklich sehr schade. Woraus mache ich jetzt ein Bowstring? Muss ich in die Wiki gucken. Wofür hast du denn das Buch gemacht, wenn man in die Wiki gucken muss? Tja, weiß ich auch nicht, ja? Oh, das ist noch leer. Tja, woraus macht man einen Bowstring? Ich werde es einfach bis zum nächsten Mal rauskriegen. Bis dann.